Ja, ich weiß, Alu. Scum ist mir auch egal geworden. Ich brauche das Spiel nicht. Ich habe mich da gelangweilt. Ich habe das nur wegen euch gemacht, sage ich mal ganz ehrlich. Ich habe da die meisten Klicks gehabt. Als YouTuber oder Streamer guckst du danach, was gefällt den Leuten denn? Und die wollten bei mir immer Scum sehen. Okay, dann spielst du halt die ganze Zeit Scum. Obwohl ich selber mich aber schon gelangweilt habe. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Scum ist kein schlechtes Spiel, aber da fehlt einfach der Inhalt, Digga. Ich spiele jetzt seit 2 Wochen oder sowas dieses Spiel hier und ich sehe, was das alles drauf hat. Und das hat genau die ganzen Sachen, die mir bei Scum die ganze Zeit gefehlt haben. Und das ist jetzt nicht gut oder schlecht reden. Das ist einfach Fakt, Alter. Hier funktioniert alles an diesem Spiel, an den Rust. Das Einzige, was halt doof ist, ist, die Spieler können das hier nicht machen, so. In der Third Person. Also dies hier fehlt so ein bisschen bei den Leuten. Ansonsten funktioniert hier alles. Ihr seht selber, die Helikopter funktionieren. Die ganze Technik hier, die Elektronik funktioniert, also unheimlich viel kannst du machen. Bloß bei Rust ist das so, das ist ein schnelles Spiel, ne? Es ist ein schnelles PvP-Spiel. Und ganz ehrlich, das ist unheimlich begehrt. Ja, während hier bei Scum jetzt als Beispiel maximal so um die 500 Zuschauer sind weltweit, sind bei Rust mal eben 20, 30.000 Zuschauer, Leute, bei dem Spiel hier. Das ist heftig. Bei DayZ kommt auch nicht gegen an. DayZ hat vielleicht, wenn es gut läuft, 8.000. So, jetzt gucken wir uns das Klärgrubenwerk an. Das ist hier unten. Da. Das ist das Klärgrubenwerk. Es wird schon wieder Nacht, ne? Das heißt, ich sterbe bestimmt bald wieder, weil meistens, wenn es dunkel ist, sterbe ich immer. Aber bis jetzt sind hier keine NPC, wa? Ups, das bin ich abgerutscht. So, hier gibt es bestimmt auch ein Geheimnis. Ich glaube, bei jedem Monument, die Dinger nennen sich ja irgendwie Monument oder sowas, gibt es bestimmt immer hier so Tunnelsysteme. Seht ihr das? Und ich mach mal Licht an. Und irgendwelche geheimen Kisten oder sowas. Ich denke mal, hier kriegt man auch oft diese Karten. Und über die Karten bekommst du dann speziellen guten Loot halt, ne? Und da wollen die Spieler natürlich hin zu den guten Loot, weil du willst es quasi eigentlich ja als erstes mit haben. Denn der Erste, der eine gute Ausrüstung hat, der gewinnt ja meistens, ne? Nicht immer, aber der kann halt gewinnen, ne? Von wegen, ich habe eine bessere Waffe als du, so nach dem Motto. Oh, viel Pibos online! People. Hallo, Pibo! Wenn wir jetzt ab morgen überall PvP machen, ja, das ist ja schwierig, dann easy, ne? Oh, hier ist Strahlung, ist der wieder weg. Ich befürchte ja, dass ich immer gestreamsniped werde die ganze Zeit. Das kann dann auch ein bisschen nervtötend sein. Ja. Wohl viel lieb. Oh ja, ist gut jetzt hier. Was soll die Strahlung? Ich meine, wir sind doch hier im Wasserwerk, oder nicht? Im Klärgrubenwerk. Wieso ist denn hier alles verstrahlt? Wieso spielst du nicht mit, Alu? Morgen ist Vibe. Du musst heute noch mal rausballern. Kannst den Bären und Wölfe wegbrettern. Morgen gibt's dann irgendwie neue Sachen, ne? Neu im Patch dann, mit Rust. Und dann Heiki sagt, da kommt irgendwie mit U-Boot oder sowas. Oh, ich bin gleich tot. Easy. Hast du den Geheimraum schon gefunden? Easy. Hast du schon gefunden oder was? Strahlenschutz, Schmerztabletten. Die probiere ich mal, danke. Pille einnehmen. Ah, da haut das denn gleich ab, das Zeug, ne? Sehr gut. Ups. Ach so, Alu gehört zu Sandy, ne? Ja, nee, hier Easy Space ist das jetzt gewesen. Der hat die übernommen und der hat ja seine eigene Base angegriffen. Aber die ist ja nicht kaputt gegangen.
Na Docs, Spidey, Heiki P sind hier Urgesteine auf dem Kanal. Hani auch schon lange. Olgi auch schon lange. Ja, Olga supportet mich, glaube ich, noch, aber ist gar nicht mehr da irgendwie, oder? Kann ja kurz drauf kommen und batz dich mal weg. Ja, hier ist PvP, da hast du recht, Alu. Gestern haben wir das Mars-System benutzt. Total geil, Die war doch irgendwie dieses Haus mit dem, wo das Tor aufging. Da war ich noch nicht drin. Da hinten ist es, ne? Das will ich mir noch mal kurz angucken. Und dann ist im Hintergrund so ein komischer Turm da oben. Was hat der denn zu bedeuten? Der ist auch interessant. Ich denke mal, hier ist irgendein Schalter drin. Hier ist gleich das wichtige Haus, ne? Hier, da kommst du nicht rein. Das ist doch noch draußen. Wir brauchen doch gar nicht nach draußen. Okay, soll ich da mal eine Sicherung reinmachen? Weißt du, wo wir hinlaufen müssen? Ich mache eine Sicherung rein und dann laufe ich dir hinterher. Ich weiß nämlich nicht, wo das ist. Okay. Go, 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 go. Hier ist jetzt offen geworden. Okay. Oh, strahlt das hier schon wieder so doof. Warst du hier schon drin oder was? Hast du schon eine Karte gefunden wahrscheinlich, ne? Oh, ich bin gleich tot. Was soll denn das? Wieso sterbe ich denn immer so schnell? Oh, hier in diesem Chat. Hast du das gesehen, Easy? Wieso sind denn hier Düsenjets auf einmal? Sandy, hast du ihn gesehen, Alter? Ich will den auffliegen. Achso, das ist die Kälte, woran ich hier sterbe die ganze Zeit. Und der Düsenjet kommt wegen dem Vibe, oder wie meinst du das jetzt? Ist so ein Düsenjet immer... Hat der was mit dem Vibe zu tun? Mehr Patrouillen und so? Hm. Ich sitze im Jet, du bist der Schnackwurst. Aber geil gemacht, ne? Auch die Sounds und sowas, die sind ja auch klasse gemacht, Leute. Okay, dann Easy sagt, wir sind glaube ich dann soweit durch. Das war das Geheimnis hier, dieser Raum hier wohl. Achso, der Turm da oben, was hat der noch zu tun?
Ja, wir haben noch lange nicht alles hier bei Rust entdeckt, Leute. Geh mal eben kurz zu dem Turm da. Den will ich noch mal eben kurz abchecken und dann wird es auch langsam wieder hell. Und dann können wir zum nächsten. Kanalisationszweig. Das könnte dieser U-Bahn-Tunnel sein, ne? Da war ich schon. Ich bin mir aber unsicher. Müssen wir mal gucken. Achso, das ist jetzt, da kommt man gar nicht hin, ne? Das ist jetzt irgendwie. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung was. Da kommt wieder ein Düsenjet. Greifen die einen an oder was? Karte sieht man den aber nicht, ne? So, dann zum Helikopter, weil wir sind so weit durch. Wo ist denn der nochmal? Kommt der nächste. Ah, oh, herrlich. Das ist einfach geil gemacht hier, ne? Da kann sich ein anderes Spiel eine Scheibe von abschneiden, theoretisch.